wir haben uns heute mal ein Frühstück Airfryer zubereitet. Brötchen und Ei dazu, alles in einem Pot, in One Pot, wie wir immer sagen. Und das geht ganz einfach zu machen. Man muss halt nur ein bisschen ausprobieren, aber wir zeigen euch das gleich. Wir haben ja seit ein paar Tagen die Heißluftfritteuse von, oder den Airfryer, so nennt man das ja eigentlich, von Firma Bär über Amazon bekommen. Und wir wollen jetzt mal ausprobieren. Freunde haben uns erzählt, man kann da Frühstückseier und Brötchen gleichzeitig drin machen. Spart man natürlich den Backofen mit 3 Kilowattstunden, wenn man das anmacht. Und den Topf zusätzlich. Man macht das alles für weniger Energie und weniger Zeit in einem Gerät. Spart also Zeit und Strom. Wir haben dann jetzt 4 Brötchen, die reichen für uns. Die haben wir ein bisschen nass gemacht unter fließendem Wasser, so wie wir das im Backofen auch sonst immer machen. Dann nehmen wir 4 Eier dazu. Größe M haben wir hier 2 angepiekst. Jetzt wollen wir mal sehen, ob das einen Unterschied macht, ob man die anpiekst oder nicht. Und 2, die wir nicht anpieksen, hier noch mit hin. So, müssen wir mal gucken. Ich habe jetzt hier eine große, einen großen Airfryer mit 5,5 Litern. Und ja, jetzt machen wir das erstmal da rein. So, also rein. Zack, jetzt müssen wir ihn anmachen. Jetzt suchen wir uns, eigentlich ein Programm brauchen wir gar nicht. Wir haben jetzt hier 180 Grad. Wir wollen aber bloß 170 haben. Also stellen wir 170 Grad und die Minuten springen gleich. Na komm, 10 Minuten. Wir wollen 5 Minuten machen. Wir wollen weiche Eier und dann los. Der ist leise. Der ist leise, ja, Wahnsinn. So, es hat gepiepsert. 5 Minuten sind um. Brötchen sehen super aus. Und die Eier, da müssen wir jetzt gleich mal gucken. Machen wir den Test. So, jetzt haben wir hier ein gepikstet Ei. Ah, das ist nachher schön wabbelig. Nee, das ist noch zu wabbelig. Also nach 5 Minuten ist mir das zu weich. Für mich gerade richtig. Für meinen Mann gerade richtig. Ich habe jetzt die Eier für sich mit 6 Minuten gemacht. Muss ich auch so eine Piekste nehmen. Das hier ist die Piekste. So, jetzt gucken wir hier nach 6 Minuten. Ach, das gibt's doch nicht. Na, wenn du härter haben willst, musst du 7 Minuten. So, da das beim ersten Versuch nicht so recht zufriedenstellend für uns war, machen wir jetzt den nächsten Versuch. Wir müssen dann die nächsten 2 Wochen, glaube ich, Eier und Brötchen essen, was wir dann aufgegessen haben. Wieder die Brötchen, so gefroren wie sie waren, unter Wasser reingemacht. Die Eier diesmal nicht angepiekst, weil das keinen Unterschied macht, ob angepiekst oder nicht. Wir machen jetzt nur eine längere Zeit. Wir probieren es jetzt mit 6 Minuten, oder? 5 hatten wir vorhin. 6 haben wir jetzt. 7 wollten wir machen jetzt. 7. Bei 6 wart ja auch noch nicht. 7. So, jetzt machen wir 180, machen wir wieder 170 Grad. Und Minuten hatten wir 7 gesagt. Und Start. Dann sind die Brötchen schwarz und die Eier. Das kannst du vergessen. Das macht 2 Minuten bei den Brötchen überhaupt nicht aus. Macht nicht mal 3 Minuten was aus. Ja, das sagst kannst du jetzt. Mit. Werden wir sehen. Wir werden das sehen. Das Experiment ist ja noch nicht fertig. Sehen wir gleich. So, jetzt hat es wieder gepiepsert. Die Brötchen sehen immer noch toll aus. Ja. Ich hätte jetzt gedacht, die sind dann schwarz, aber nee. Das ist ja Quatsch. 170 Grad, 7 Minuten. Eier abschrecken muss man natürlich trotzdem, auch wenn man die jetzt aus der Fritteuse nimmt. Wenn du die nämlich in der Hand nimmst, sind die sau heiß. Wir haben sie jetzt abgeschreckt, wie man das bei normal gekochten Eiern auch macht. Ist ja eigentlich nur Standard, ist auch jetzt ein gekochtes Ei, nur aus der Fritteuse. Sehr spannend. Ach, nicht nur du. Ich will auch ein Ei essen. Aber das ist schon ganz anders. Und das ist jetzt wieder, ist perfekt. Ja, und das ist jetzt wieder hart, pass auf. Sag doch. Naja, nee, perfekt. Perfekt. Perfektes Ei für mich. Also 7 Minuten. 7 Minuten. 5 Minuten für mich perfekt und 7 Minuten für dich perfekt. 7 Minuten bei 170 Grad, perfekt. Trotzdem musste jeder bei seiner Fritteuse selber ausprobieren, bei seinem Airfryer. Wir haben dann jetzt erstmal Brötchen bis zum Abwinken. Brötchen und flüssige Eier. Wir gehen dann jetzt frühstücken und ihr müsst zugucken. Also ihr schaut in die Röhre, sagen wir es so rum. Probiert es also ruhig aus, mit dem Airfryer ein bisschen zu spielen. Da kann man so viele Sachen mitmachen.
So, und wenn wir noch ein bisschen mehr experimentieren sollen, sagt uns einfach Bescheid, schreibt einfach einen Kommentar drunter, was wir ausprobieren sollen oder so. Wir hoffen, euch hat das mit den Brötchen jetzt gefallen und ihr wollt noch mehr haben, würde uns natürlich richtig dolle freuen. In diesem Sinne, bleibt weiterhin neugierig und schaut wieder bei uns rein, denn wir zeigen euch, wie es gemacht wird und das wie immer ganz, ganz einfach.